So, herzlich willkommen. Jetzt sitzen wir hier mal im neuen Touareg auch drin. Ein paar Außenaufnahmen hat ja jetzt jeder von euch gesehen. Was ist das für ein Auto? Wir haben einen 3 Liter Diesel hier drin mit dem SCR-Cut, also mit diesem AdBlue-Tank, dem zusätzlichen. Wir haben 3 Liter Hubraum, sagte ich schon. Wir haben 286 PS in dem Fahrzeug, 600 Newtonmeter. Beschleunigung von 0 auf 100, 6,1 Sekunden. Das kommt mir sehr viel vor für so ein riesen Auto, weil der hat echt ein Eigengewicht von 2 Tonnen und je nach Ausstattung durchaus noch etwas mehr. Diese 2 Tonnen Fahrzeug, die können 3,5 Tonnen ziehen. Das finde ich auch enorm. Das Auto ist 4,88 Meter lang, also auch von den Größendimensionen Konkurrenz von Mercedes oder BMW in dem Fall. Es gibt beim Touareg auch noch andere Motorisierungen aus jetzt denen. Es gibt noch einen kleinen Dieselmotor mit 231 PS und einen Benziner mit 340 PS. Das sind die aktuell bestellbaren Modelle. Es soll im Laufe von 2019 noch einen 8-Zylinder Diesel geben. Der hat dann über 400 PS. Und Volkswagen bastelt noch an einer Hybrid-Version. Da gibt es allerdings noch keine weiteren genauen Aussagen. Einstiegspreis für den neuen Touareg, der beginnt bei knapp unter 59.000 Euro. Das Auto, was wir jetzt hier haben mit der Ausstattung, liegt bei 102.000 Euro. So grober Daumen, plus minus. Was hat das Auto alles? Wir haben natürlich, das ist so das Erste, wenn man hier einsteigt, dieses Active Info Display. Das ist tatsächlich dieses ganze Cockpit, riesengroß, 15 Zoll Monitor hier drin mit einem Active Info Display kombiniert. Also das heißt, ich kann tatsächlich hier wählen, was ich gerne sehen möchte. Wenn ich der Meinung bin, ich müsste hier eine Kartendarstellung haben, kann ich das hier tun. Sehe dann auch eben digital die Geschwindigkeit angezeigt, Reichweite oder eben Durchschnittsverbrauch. Der ist jetzt relativ hoch, weil wir natürlich viel rangiert haben. Die Werksangaben liegen bei 6,6 Liter pro 100 Kilometer. Und selbst wenn jetzt einer viel fährt auf der Autobahn und auch ein bisschen schneller, 8 Liter, 8,5 Liter, das ist aus meiner Sicht realistisch und für ein Auto mit dieser Größe durchaus auch akzeptabel. Das Auto hat eine Besonderheit, nicht nur eine, also neben dem Active Info Display gibt es hier natürlich auch, was man über den Annäherungssensor dann machen kann, hier die Menütaste. Dann sieht man hier oben alles nochmal, was es bei diesem Fahrzeug gibt. Gehen wir mal auf Navigation. Das geht über Google, die Kartenanzeige. Das ist eine Möglichkeit. Man kann es natürlich auch so herkömmlich darstellen lassen. Das ist das typische Volkswagen-Navigationssystem, was dahinter steckt. Das heißt, über diesen Annäherungssensor gebe ich hier unten dann mein Ziel ein. Ja, und wenn Sie eine SMS bekommen, sieht man das jetzt hier auch. Das ist jetzt über App Connect in dem Fall. Ich mache es mal weg. Und ansonsten gibt es hier ganz viele Dinge, die man einstellen kann. Wenn man mal nur unter einem Punkt mal hier auf Fahrzeug, da sieht man dann im Prinzip den Status. Es ist jetzt keine Fehlermeldung. Man hat hier die Reifenluftdrücke stehen, Ölstand. Falls einer den Ölmessstab vorne sucht, den gibt es nicht mehr. Der lässt sich nur hier drüber abfragen. Und hier unten gibt es die Setup-Taste. Dann kann ich noch ganz viel machen. Personalisieren, Ambientebeleuchtung. Ich zeige euch nur ein paar Sachen. Ambientebeleuchtung zum Beispiel ist hier. Man kann dann hier über diesen Farbsensor die komplette Ambientebeleuchtung einstellen. Insgesamt sind da 40 Farbtöne hinterlegt. Jetzt haben wir es zum Beispiel in Grün. Wer es mag, hat es auch Blau. Oder für die, die es mögen, gibt es auch in Pink. Ich mache es mal wieder weg. So. Ansonsten wieder zurück ins Menü. Dann gibt es hier das Setup. Hier kann man noch ganz viele andere Dinge einstellen, wie zum Beispiel den Bildschirm. Diese Leiste ist neu. Das ist wie so eine Favoritenleiste, ähnlich wie beim Handy auch. Das heißt, wenn man gewisse Dinge oft benutzt, wie zum Beispiel Heckscheibenheizung oder die Defrostfunktion, dann kann man sich das hier auf diese Leiste legen. Oder man kann diese Kacheln hier einzeln verschieben. Das geht auch. Wenn ich hier nochmal drauf drücke, verändert sich das. Man kann hier das ganze Thema ausspielen. Ich würde sagen, jeder, der sich mit dem Touareg mal auseinandersetzen möchte, sollte, bevor er losfährt, durchaus mal 10 Minuten investieren, um überhaupt alle Einstellungen an dem Auto vorzunehmen und einzustellen. Weil einfach in so ein Auto einzusteigen und während der Fahrt versuchen, irgendwas einzustellen, das ist schwierig. Und im Vergleich zum Vorgängermodell ist das hier ein Quantensprung, muss man fairerweise sagen. Was hat das Auto noch? Wir haben eine Luftfederung, die haben wir vorhin im Gelände genutzt. Das wird eingestellt hier über diesen Drehknopf. Jetzt sind wir auf dem normalen Fahrniveau. Wenn ich den jetzt hier rüber drehen würde, das mache ich jetzt nicht, würde uns das Fahrwerk eben dementsprechend nach oben pumpen. Und wir haben hier die verschiedenen Fahrmodis, die wir einstellen können. Wir drücken mal auf Menü, dann schauen wir, was hier vorne passiert. Da
dann haben wir im Prinzip hier unten alle Fahrmodis, die wir einstellen können. Im Moment stehen wir auf Individual. Was ist das? Moment, ich mache so langsam. Nochmal. Gehen wir mal da drauf. Zack. Und da kann man im Prinzip sich das so einstellen, wie man es gerne hätte. Ich zum Beispiel mag sehr, wenn ich eine sportliche Lenkung habe, weil dann ist der direkte Kontakt zur Fahrbahn für mich mehr da. Fahrwerk steht jetzt auch auf Sport, Antrieb steht auf Sport, den können wir mal wieder auf Normal machen. Wir müssen ja jetzt hier kein Rennen gewinnen, kommt ja erst noch. ACC ist Adaptive Cruise Control, das ist die Abstandsregelung mit in Kombination mit dem Tempomat nach vorne. Lichtassistenz steht auf Normal und Klimatisierung auf Normal. Also hier kann man wirklich alles in dem Auto komplett einstellen. So. Dieses Auto hat auch noch eine Allradlenkung. Allradlenkung bedeutet, die Hinterräder lenken mit bis zu 37 km/h, lenken die Räder im entgegengesetzten Winkel der Vorderräder mit. Was hat das für Vorteile? Wir haben einen engeren Wendekreis. Das macht gut einen Meter aus, wenn man jetzt die Allradlenkung nicht hat. Und dadurch, dass es ja doch eine gewisse Dimension an Fahrzeug ist, macht es doch durchaus mal Sinn, in kleinen, engen Gassen mal umzudrehen oder mal eine kleine Kurve zu fahren. Dann hat man mit der Allradlenkung eben diesen Effekt. Der andere Effekt ist, wenn man schnellere Geschwindigkeiten fährt, lenken die Räder nicht entgegen, sondern lenken sozusagen mit. Das heißt auch mal 220 auf der Autobahn und da kommt eine Kurve. Ihr fahrt wie auf Schienen mit dem Auto. Tatsächlich. Was haben wir noch? Wir haben noch ein Panoramaschiebedach, ein relativ großes. Wir haben noch eine Anhängekupplung hier drin. Wir haben die kompletten Fahrassistenzsysteme hier an Bord zu steuern, hier über diesen Knopf am Lenkrad. Wenn ich den mal drücke, tauchen hier vorne alle Assistenzsysteme auf, die wir haben. Wir haben ganz oben, zurück, den Lane Assist. Der Spurhalteassistent ist immer automatisch an bei jedem Neustart. Wenn ich den jetzt ausschalte, muss ich hier auf OK bestätigen. Dann habe ich ACC, das ist die Abstandsregelung nach vorne. Ich habe den Side Assist drin. Seitassist ist tatsächlich der tote Winkelassistent, wenn jemand neben uns fährt. Ausparkassistent kennt wahrscheinlich jeder. Unübersichtliche Lücke, man will rückwärts aus einer Parklücke rausfahren, sieht nichts. Dann hilft er mit, unterstützt und warnt vor einem Hindernis, was da möglicherweise kommen könnte. Und Frontassist, das ist die Fußgängerschutz, auch zum Beispiel City-Notbremsfunktion. Das hat das Auto alles, was man hier drüber regulieren kann. So, das ist das. Dann ändern wir wieder die Ansicht. Man kann auch das Klassische so wieder darstellen. Und hier über diese Wippschalter kann ich hier vorne tatsächlich das machen oder das einstellen, was ich dann gerne hier vorne im System habe. Wir hatten hier auch das Head-Up-Display drinstehen. Das werdet ihr jetzt nicht sehen, aber ich habe hier vorne tatsächlich in der Scheibe projiziert über einen Projektor in der Scheibe direkt Geschwindigkeit und die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung. Und hätte ich jetzt ein Ziel eingegeben, dann würde es auch das anzeigen. Also mit der Zielführung. So, das sind die wesentlichen Fakten des Autos. Wir haben noch ein Soundsystem an Bord. Dynaudio Sound, 720 Watt, komplett. Ich meine 12 plus ein Lautsprecher, also 13 Lautsprecher. Mein Gesang ist jetzt nicht so gut, dass ich das mache, aber ich mache es auch nicht. Ich spitze auch nicht die Musik an. Mehr würde ich sagen, erlebt ihr am besten bei der Probefahrt. Das Auto haben wir im Volkswagen-Zentrum Limburg zugelassen. Wenn ihr ihn bekommt, ist er auch wieder sauber, weil nach den heutigen lustigen Spielchen, die wir gemacht haben, geben wir den natürlich nicht zum Probefahrt. Sondern den machen wir doch mal ordentlich sauber. Auf dem Weg zu Challenge 3 wollen wir natürlich adäquat auftauchen. Und wir haben ja gesagt, können wir die Autos nicht so dreckig vorfahren. Und deswegen haben wir hier mal eben die drei Waschboxen belegt. Und dann schauen wir mal, ob wir diesen ganzen groben Schmutz aus dem Kiesweg mal darunter gewaschen bekommen, was der Fluss vom Dirk eben nicht geschafft hat. War zwar gut gemeint, deine Challenge, aber gebracht hat es trotzdem nichts. Irgendwie nicht. Ja. Ich denke, hier sind wir aber richtig. Und dann bin ich mal gespannt auf deine Challenge nach dem Autowaschen. Ja, auf geht's. Lass das mal ran.
War der eben noch mal weg? Ja, weiß nicht. Ich denke, das machst du nicht so oft, oder? Er will uns nicht hören, glaube ich. Ich glaube auch nicht, er will uns nicht hören, der ist ein Pudel. Da wären wir. Wir haben jetzt schon einen langen Tag hinter uns. Heute Morgen haben wir mal geguckt, was Variabilität so geht. Bladen, Schotterweg haben wir jetzt gehabt, Gelände haben wir gehabt. Und was wir noch gar nicht hatten, ist jetzt mal, was geht eigentlich an Fahrleistung. Und da haben wir hier eine schöne private Flugbahn für heute Abend. Wie hast du das angestellt? Ja, das hat ganz gut funktioniert. Das Wetter passt und bevor gleich die Sonne untergeht, lassen wir jetzt noch mal, ich sag mal, über einen kleinen Rundkurs mal die Fetzen fliegen und guck mal, was die Kisten so können. So, der letzte Strohhalm, an den du dich hier klammerst, oder? Ja, lass mal. Um auch noch eine Challenge zu gewinnen. Jedem seine Chance. Ich habe euch auch gratuliert zu eurer. Ich bin gespannt. Und dann lassen wir jetzt mal gucken, was jetzt passiert. Lass uns mal schauen. Ja, mal gucken, wie lange er braucht. Ich glaube, das wird schwierig. Mit dem Koloss hier sowieso, glaube ich. Könnte seine Challenge sein, ja? Ist es auch, glaube ich. 3, 2, 1, go! Straße zu Ende. Oh. 30, 23. Dann fahr ich mal vor. Ja. Bereit? Ich bin bereit, kann losgehen. 3, 2, 1. So weit weg. Was waren es denn? 37? Ja. Du hast 36 oder 37 gehabt. Was hattest du? Hä? Was hattest du? 34, glaube ich. Das ist 39. Ja. Also nicht weit weg. Aber gut, das Bremsen hier hätten wir eben schon mal. Ich hab echt gedacht. Das Ding schlägt jetzt noch. Ey, das ist. Ich bin mit über 160 Sachen in Medizin geflogen hier. Ich hab vorher schon ein bisschen runtergezockt. Ja. Boah. Aber das ist schon, hallo! Drei, zwei, eins, go!
Ich hab's ja schon geahnt. Ich hab mir das ja schon gedacht. Super. Ja, toll. Coole. Das war deine Challenge. Ja, ich habe aber trotzdem noch ein bisschen wackelige Knie, also würde ich schon sagen. Also für alle Zuschauer, das Geruchsbild, was hier gerade steht, mit verbranntem Gummi und vielleicht auch Akkus oder Motoren, die gerade ein bisschen glühen, es ist schon brutal. Also, irre Erfahrung. Absolut, ja. Aber Respekt, also coole Challenge, ja. Hast den Punkt dir auch verdient. Ja. Auch wenn es hier echt knapp war, ne? Ja. 2-3 Sekunden alle auseinander. Also ich glaube auch, 37 zu 41, das war die Reihe, hätte ich jetzt fast weiter auseinander gesehen. Ja. Ne? Und cool, dass der Skoda tatsächlich Platz 2 geschafft hat. Dann ist der Touareg vielleicht doch ein bisschen zu schwer. Ich glaube, der ist zu klobig. Zu klobig dafür. Und du darfst da eins nicht vergessen bei so einem Elektroauto. Das ist wie wenn du ein Licht anschaltest. Absolut. Also da hast du volle Power da. Ich kann euch nur empfehlen, ihr könnt es ja gleich nochmal probieren. Einfach mal reinsetzen, mal aufs Gas treten. Der hat ja tatsächlich auch eine Art von Launch Control. Das ist irre. Du kriegst einen Kick in den Rücken und das Ding geht los. Ich glaube, das fehlt halt hier so ein bisschen. Ja. Du merkst einfach, dass der ein Stück drüber nachdenkt und dass der erstmal sortieren muss. So. Und das hast du halt nicht. Also irre. Ja, freut mich aber, dass wir zum Ende des Tages doch eigentlich zum Gleichstand gekommen sind. Von den Punkten zumindest, ne? Was das angeht, ja. Aber was ist denn die Moral von der Geschichte? Wir haben für alle unsere Kunden die passenden Autos. Und da kann man ja gar nicht sagen, absolut. Der eine ist besser oder schlechter. Nee, absolut. Geile Produkte für jeden. Und sie können alle irgendwie alles. Also ob wir jetzt über das Laden sprechen, über die Geschwindigkeit. Wir waren bei 4 Sekunden auseinander. Wir reden hier nicht über Welten, sondern echt über absolut tolle Werte vergleichbar. Finde ich klasse. Passt. Ja, sehr schön.